Traumkulisse für eine Qual auf Skiern. 50 Kilometer Langlauf über den Erzgebirgskamm sind eine Kampfansage an den inneren Schweinehund. Der Sieger erwischt einen Ausnahmetag und spaziert förmlich ins Ziel. Der Oberfranke deklassiert die Konkurrenz und wusste nicht, wie ihm geschieht. Ich war alleine gewesen, das war wegen ungewohnt, dass ich mich verlaufe. Das war, ist wegen ungewohnt gewesen. Habe ich schon gedacht, dass ich irgendwie falsch laufe, weil ich alleine bin. Dichtes Gedränge, 2,5 Stunden zuvor. Insgesamt 600 Läufer fiebern dem Start entgegen. Die Freizeitsportler aus Sachsen gehen allerdings mit Handicap ins Rennen. Der Plan hier zu gewinnen, das ist sowieso alles für uns in weiter Ferne. Und dieses Jahr ist der Trainingszustand eh miserabel, weil wir noch keine Bedingungen hatten zum Trainieren. Frauen haben bessere Karten zu gewinnen. Die Konkurrenz ist nicht allzu groß. Wahrscheinlich trauen sich viele einfach nicht zu, Wettkämpfe mitzumachen. Es trainieren doch weniger als die Männer. Dabei zu sein und irgendwie das Ziel erreichen, ist den meisten Teilnehmern wichtiger als ein Podestplatz. Ihre Startnummern haben diese beiden Herren liegen gelassen. Die gut 3 Minuten Rückstand nehmen sie mit Humor. Die Nummern, die für die Startnummern im Auto gelassen. Ja, wir holen alles auf den Feld, von hinten. Gelegenheiten gibt es reichlich. Die 50 Kilometer lange Loipe fährt sich gut. Trotz leichter Plusgrade, das Wetter spielt mit. Sicherlich wäre es nicht schön gewesen, auch in diesem Jahr den Kammlauf abzusagen bzw. zu verschieben. Umso glücklicher sind wir, dass wir ihn wie geplant durchführen konnten. Ein gelungener Tag auch für die Sportler. Die belohnen sich mit Endorphinen für ihre Qualen in dieser Traumkulisse.